Eigentlich gibt es ja zu Weihnachten immer eine große Party für die knappen Kids des FC Schalke 04. Jetzt hat sich der Club etwas Neues einfallen lassen. Eine Neujahrsparty. Natürlich mitten in der Felddienstarena. Gespickt mit vielen Aktionen für die jungen Schalkerinnen und Schalkern. Ich war hier beim Dartschießen und ich habe hier meine Schnelligkeit im Schießen getestet. Und meine Familie und ich kommen aus Hessen und fahren ganze 2 Stunden gerne hierhin. Habe ich noch ein Foto mit Erwin gemacht, mit dem Quatscher habe ich noch ein Foto gemacht. Und ich war schon Minigolf, am Glücksrad gedreht und an der Buzzerstation. War bei FIFA schon. Also mir gefällt es sehr gut. Ich möchte jetzt hier noch am, wie heißt das nochmal, Wandschießen noch was gewinnen. Und dann freue ich mich noch am meisten auf den Embolo bei der Autogrammstunde. Ich glaube, ich freue mich am meisten auf Rudi, Embolo und Schöpf. Die kommen ja heute und da will ich unbedingt noch ein paar Autogramms absahen. Der Besuch der Profifußballer war natürlich der absolute blau-weiße Höhepunkt für die Kids. Autogramme, Fotos und ganz viele persönliche Fragen an Sebastian Rudi und dem Mannschaftskapitän der knappen Kids, Breel Embolo. Nachdem Thilo gegangen ist, hat er mir natürlich die Kapitänsbinde gegeben. Das ist mein erstes Amt als Kapitän. Deswegen freue ich mich immer riesig, wenn ich mit so Kleinigkeiten Kinder glücklich machen kann. Und ich hoffe, dass ich es so gut mache wie damals der Thilo. Klappenkid sein lohnt sich auf jeden Fall und wenn man etwas zu groß wird, dann wird man ins nächste Schalke-Kapitel entlassen. Mit einem weinenden, aber auch mit einem lachenden Auge. Liebe Steffi, ich würde mich gerne bei dir und dem anderen Klappenkids-Team bedanken, da ich seit Geburt an Klappenkid bin und bei diesen tollen Aktionen jahrelang mitmachen durfte. Heute werde ich verabschiedet, darüber bin ich auch schon traurig, aber es hat mir immer sehr viel Spaß gemacht mit euch.